Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Resident 3 Titan Lords. Jawohl, da ist er, unser Wäschemeister. Und wir werden ihn auch natürlich gleich mal mit dem Schlüssel konfrontieren. Zakir sagt, du hast den Schlüssel von Meister Faruko. Zakir sagt, du hast den Schlüssel von Meister Faruko. Schlüssel? Ich? Du musst dich irren. Und überhaupt, wer ist Zakir? Einer der Gnome hier im Lager. Dämmert's jetzt? Nein. Mit denen habe ich nichts zu schaffen. Schon vergessen? Ich muss mich doch um die Wäsche kümmern. Also schlage ich vor, du sprichst mit diesem Zakir oder von wem du auch immer deine Informationen bekommst. Okay, wegen Farukos Schlüssel. Wegen Farukos Schlüssel. Jemand jetzt mal unter uns. Wo hast du den Schlüssel? Rück ihn gefälligst raus. Versuchen, Vetranio den Schlüssel zu klauen. Vetranio bestechen, Silberzunge mal. Jetzt mal unter uns. Ja. Wo hast du den Schlüssel? Ich sagte dir doch schon, ich habe den Schlüssel nicht. Glaub mir, ich bin eine ehrliche Haut. Okay, dann bringen wir ihn zu Städel. Das war wohl nichts. Einschüchtern? Rück ihn gefälligst raus. Hey, ganz sachte, ich habe ihn nicht. Das musst du mir schon glauben. Seele minus eins, super. Und die Jede Information hat ihren Preis. Wie viel verlangst du? Mann, behalte dein Gold. Ich habe den verdammten Schlüssel nicht. Gut, das war eindeutig. Ups, dafür habe ich jetzt ein bisschen von meiner Seele eingebüßt. Ist ja wurscht. Weil wenn es so stimmt und man will Dämonenjäger werden, dann hat man sowieso keine Seele. So, gut, das zu dem. Da müssen wir nochmal mit dem Gnömchen sprechen. Freund, wo bist du? Jetzt ist er weg. Hör auf. Ist er jetzt abgehauen, oder... Versteckt er sich jetzt irgendwo? Ich glaube, der ist jetzt echt beinhart abgehauen. Na, großartig. Großartig. Das ist jetzt nicht schön. Wo ist denn der kleine Tropf jetzt? Hätte ich das gewusst, hätte ich den jetzt verfolgt. Echt. Okay. Bei den Gnomen ist er scheinbar auch nicht. Scheinbar. Ja, super. Wo ist denn er jetzt? Ah, da geht jemand. Bist du das jetzt, ha? Ja, hallo. Vetranio sagt, er hat den Schlüssel nicht. Vetranio sagt, er hat den Schlüssel nicht. Wäsche, Homie, nix Schlüssel? Dann jemand anderes muss haben den Schlüssel. Ja? Sicher, Magnus ist General von Homies. Du willst mich wohl verscheißern. General Magnus, bist du dir diesmal sicher? General Magnus? Bist du dir diesmal sicher? Vielleicht auch Minenhomie Garelt oder Frink oder... Gib auf, Kleiner. Du hast verloren. Na gut. Zakir hat Schlüssel. Homie kann haben. Hier. Na bitte. Danke. Warum nicht gleich so? Jetzt wär's der falsche Schlüssel. Ich würde so lachen. Denn da wird der Gnom wirklich mehr wie ausgefuchst. So, passt. Sehr, sehr gut. Hätten wir das auch. Dann schnell, schnell, schnell zur Truhe. Jetzt diesmal wirklich. So. Schleich, schleich, schleich. Auch mal speichern, wenn nicht schlecht. Da, 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 da. Zack. So. Und so. So. Wein, Farukos Kristallbeutel, Silberbecher, Zakirs Aurikulki. Na, diese Pfeife gehört dem Gnom Zakir. Er hat seinen Namen mehr oder weniger fehlerfrei in die Pfeife geschnitzt. Oh mein Gott. Das geben wir ihm jetzt aber sofort zurück. Was für ein Schwein. Er hat ihm das Aurikulki gestohlen, damit er seinen Schlüssel wahrscheinlich bewacht. Oh! Boah, ist das tief. Sofort zurückbringen ihm. Das ist das Erste, was ich jetzt machen gehe. Ich hoffe, dass das quasi eine versteckte Quest dafür ist. Der arme Kleine. Warte, hey du, bleib stehen. Ja, ich schwitze schon.
Hallo, bleib mal kurz stehen, bitte. Du da, zack hier, ich hab da was für dich. Ich habe dein Aurikulki gefunden. Zakir dachte, Aurikulki wäre sicher in Truhe von Matar Faruko. Jetzt braucht Zakir neue Versteck, bessere Versteck. Du machst das schon. Jip, jip. Zakir ist schlauer als jeder Homie. Ja? Warum ist deine Pfeife dein Aurikulki? Warum ist eine Pfeife dein Aurikulki? Holzraucher ist besonderes Dingi. Verwandelt Kraut in Rauch. Schmecken prima. Mein. Du rauchst? Ja, aber nur, wenn niemand guckt. Zakir will ja nicht teilen müssen. Mei, es ist so lieb. Ich meine, Rauchen ist nicht gut, aber der Kleine ist lieb. Das ist ja noch reines Tabak, ne? Also da haben wir jetzt keine schädlichen Stoffe dabei, wie es bei den Zigaretten also so ist, ne? Perfekt. Gut, freut mich. Freut mich, freut mich. So. Ja. Talisman, Alchemie, Dingsbums. Also Agila müssen wir jetzt. Normal müsste das jetzt so passen. Agila steht da oben. Servus du, wir haben deinen Auftrag fertig, ne? Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Ja. Ich habe alle Truhen der Magier geplündert. Ich habe alle Truhen der Magier geplündert. Ja, mit Erfolg. Ich bin beeindruckt. Gell? Nicht schlecht. Ich auch. Bist wohl von Gnomen aufgezogen worden, was? Was würde ich dafür geben, deren Gesichter zu sehen, wenn sie merken, dass ihre Truhen leer sind? Ein letzter Tipp noch. Prahl damit nicht im Lager rum, sonst bist du die Dinger schneller los, als dir lieb ist. Ja, das ist klar. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was anbieten? Na, ich glaube, das passt schon mal. Hurra, hurra, hurra. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Können wir wieder speichern? Dann hätten wir das hier auch schon erledigt. So, einen Blick auf unser Logbuch. So, das mit dem Feinschmecker ist mir immer noch ein Rätsel. Das lasse ich jetzt mal, ne? Dann hätten wir hier jetzt noch Schmiede Kaldors Krönungsschwert neu. Ich habe die Klinge von Kaldors Krönungsschwert gefunden. Wenn ich den Griff finde, kann ich es vielleicht reparieren. Ich schaue mal, ob ich hier vielleicht eventuell, wenn ich jetzt auf die Weltkarte gehe, Kalador, da drüben. Nein, ich komme da ja nicht rüber. Ich vermute erstmal mit einem Schiff. Wahrscheinlich kann ich mit dem Schiff dann hier vor Anker gehen und dann kann ich das hier erkunden. So stelle ich mir das vor. Dafür brauche ich halt erst einmal ein Schiff. Da drinnen, leck mich am Buckel. Da müssen wir sowieso hin, also eigentlich hier hin zum Leuchtturm, ne? Für später. Okay, das war jetzt schon einmal nicht so schlecht. Legendäre Gegenstände, wie schauen wir auch du, Heilige. Auf der mal nach der Zielscheibe umschauen. Sonnenkristall. Magierturm zu finden sein. Karte markieren. Ich will jetzt mal schauen. Tatsächlich hier drinnen Sonnenkristall. Ach ja, da kann ich wieder mal nicht rein. Nicht wahr? Sonst hätten wir das eh schon gehabt. Okay. Kleine Steintafel Daranis auf der Karte markieren. Die wäre wo? Hier. Quest, die kleine Steintafel, die ist bei ihm zu kaufen, oder was? Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Kann ich hier sehen, wie viel Kohle ich habe? Wahrscheinlich nur das normale. Warte. Ich glaube, wenn ich auf Charakter gehe, ne? Da steht's. Fast 4000 Münzen. Jo. Okay. Ich werde es mal probieren. Wegen Quest und so, ne? Für Ruhm und Ehre. Da müssen wir auch ein bisschen Geld... Du hast doch bestimmt schon einige Kristalle gesammelt, hm? Ich habe mir ein paar organisiert. Das ist sehr gut. Mir hat man nämlich alles weggenommen, weil irgendjemand die Magier bestohlen hat. Oh. Du kannst mir doch sicher mit ein paar Kristallen aushelfen, ne? hier hast du ein paar. 6 Stück geben. Besorg deine selber. Geh mal im 6. Hier hast du ein paar Kristalle. Ich wusste, dass wir uns verstehen. Jetzt können wir das wieder zurückgeben, was wir gestohlen haben. Ist ja lustig. Also,
ne, für die Seele ist es gut. So, also mit dir muss ich kurz was sprechen. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Bitte. Sieh dich um. Ja. Und zwar, du hättest da angeblich so eine Tafel. Ah, oder ist es die Questbelohnung, dass ich die krieg? Das könnte halt auch sein. Das wird die Questbelohnung sein, dann kann ich das alles eh noch nicht machen. Dann kann ich das auch noch nicht machen, weil das könnte, die kleine Steintafel, das könnte tatsächlich, weil Taschendiebstahl auf diese Weise geht auch nicht, weil vielleicht kriege ich sie dann als Belohnung. Krabbenschale, Truhe, Strand der Krabbenküste zu finden sein, okay. Kieler, vergoldete Kugel. Taranis, vergoldete Kugel umsehen. Okay, das wäre wieder hier. Das wäre da. Okay, Agila. Lol, der soll die haben. Okay, dann schauen wir mal. Weil bei ihm kann ich es mir jetzt vorstellen, dass ich es als Questbelohnung kriege für die Leckereien, ne? Du hast da vielleicht was für mich. Was hast du anzubieten? Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. Eine goldene Kugel wäre super. Funkelnder Ohrring. Muskete plus... Kristallanhänger. Das ist denn, was wir schon haben. Kristallring. Nein. Hast du eine schwarze vergoldete Kugel. Da wäre sie. Durch ihr Gewicht besitzt sie eine stärkere Durchschlagskraft. Was macht man nicht alles für eine Quest, ne? Handel akzeptieren. So, 400 Ruf. Ruhm. Genau, deshalb gibt man hier halt so viel Geld aus. Ich sollte das vielleicht nicht unbedingt jetzt machen, aber abgeschlossene Quests sind abgeschlossene Quests. Fertig, so. Schwert aus Glas. Antigua-Hafen. Gesnes Schwert umsehen. Piratenflagge in der Nähe eingeborenen Kieler. Glasauge, Spinnen, Kieler. Hä, das habe ich... Echt wahr? Vielleicht eingegraben irgendwo... Leuchtturm, Kalador, Kurbelwelle, ja. Pistole, Dacarigua. Auf Kieler, boah, auf Kieler gibt's viel. Sollte westliche Ruinen Kalador nach einem Ornamentgürtel umschauen. Da drüben irgendwo. Das wäre auch eine Geschichte. Das können wir zum Schluss machen. Okay, da würde sich tatsächlich anbieten, Dingens zu bereisen. Ne? Pistole, was war hier? Dacarigua. Okay. Dacarigua wäre so eine Kieler und Dacarigua wäre jetzt echt nicht schlecht. Kieler. Tafel Silber können wir das nämlich... Ach so, ich besitze gerade 8 von 10 besitze ich, oder was? Oder habe ich ihm das jetzt schon... Kann ich ihm das geben? Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich das? Benutze blunder. 5, 8 und 4. 5. Habe ich ihm schon so viel gegeben? Jetzt bin ich verwirrt. Ist ja wurscht, ich muss sowieso hin. Egal. Schatz von Captain Finch. Ja, würde ich sagen, brechen wir nach Kieler auf. Schauen wir uns das nochmal genauer an, dass wir das hier beenden können. Und die Schätze dazu, nach Möglichkeit. Dann Dacarigua halt, ne? Machen wir halt das jetzt schon langsam fertig. Antigua, wenn es noch was gibt, ne? Und wenn wir die Quest dann größtenteils abgeschlossen haben hier, dann werden wir die Gnomeninsel oder so mal ansteuern, ne? Weil hier sind wir ja soweit fertig. Weil das mit dem Feinschmecker, das komme ich, da komme ich noch nicht drauf, wie da reinkommen soll. Das Äffchen? Warte mal. Könnte sich unser Äffchen durch das Gitter zwängen? Nee, oder? Das glaube ich nicht. Mit dem Äffchen habe ich es noch nicht probiert. Warte mal ganz kurz. Kann sich unser Äffchen da durchzwängen? Oh ja, warte mal. Glaube ich jetzt fast nicht. Na. Ich meine, vom Platz her hätte es sich ausgehen können, aber nee. Dachte ich mir schon, das wäre jetzt zu offensichtlich gewesen, ne?
Na, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Das geht dann wohl wirklich erst später. Schade, ehrlich. Das ist halt wirklich schade. Naja, egal. Gut. Dann würde ich sagen, wir reisen ab. Wir reisen ab, wir segeln, wohin am besten zuerst? Kieler wäre echt schon am meisten zu tun, ne? Würde ich sagen, arbeiten wir vielleicht Kieler jetzt mal zuerst ab. Jo. Das hört sich schon fast vernünftig an. Uka, uka, uka. Das hört sich schon fast vernünftig an. So. Also, mein Boot, mein Ruderboot, bitte an Bord. Ich werde das jetzt auch speichern, für den Fall der Fälle, dass irgendeine Quest kaputt gehen sollte. Da muss ich die noch eben, hoppala, hoppala, wollte ich sagen. Da muss ich die noch vorher machen, aber normalerweise nicht. So, meine Herren. Apropos Horas, Furuko braucht mehr Bergkristalle. Furuko braucht mehr Bergkristalle. Genau, das auch noch. Er sagt, du wüsstest von Wächtern, die immer noch nach den Kristallen auf anderen Inseln suchen. Ja, richtig. Man müsste sie ausfindig machen und sie nach ihrer Ausbeute fragen. Wo finden wir die Wächter? Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Hast du was gefunden? Vielleicht. Pass auf, ich gebe dir dafür richtig tolles Zeug. Was du brauchst, kriegst du. Zuerst das hier. Wo finden wir Wächter, die nach Bergkristall suchen? Ja. Gegenfrage. Welche Inseln können wir denn ansteuern? Dakarigua natürlich. Piratennest, Eisenbucht, Kalador, kleine Tropeninsel Kila. Hast du schon jemanden auf Taranis gesucht? Hat schon jemand auf Taranis gesucht? Okay, Dakarigua. Dakarigua natürlich. Da habe ich schon alles abgesucht, soweit es mir möglich war. Okay. Ich habe aber keinen Bergkristall ausmachen können. Antigua? Das Piratennest Antigua. Ramon ist dort. Er ist schon ziemlich lange überfällig. Hoffentlich haben ihn nicht die Piraten erledigt. Kalador? Die Eisenbucht Kalador. Da ist Cisco unterwegs. Der macht vor gar nichts Halt. Würde mich nicht wundern, wenn er auf Kalador sogar Gräber plündert. Kila? Die kleine Tropeninsel Kila. Kila? Ja, genau. Leonard ist dort. Er faselte was von Spinnenhöhlen und dichtem Dschungel. Ob er dort fündig geworden ist? Taranis. Hat schon jemand auf Taranis gesucht? Ja, aber wer weiß, ob wir auch alles gefunden haben, was es auf Taranis gibt. Das Zeug ist schwer zu finden. Solange wir nicht genau wissen, wo wir suchen sollen, ist es für uns eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wie viele Inseln müssen wir noch abgrasen? Wie viele Inseln müssen wir denn abgrasen? Ich denke, bei dieser Sache brauchen wir etwas Geduld. Wenn wir genug gefunden haben, sage ich dir noch rechtzeitig Bescheid. Okay, dann komm mit. Komm mit. Ja. Und, passt. Ich habe keine Ahnung, was er uns für Bergkristalle geben würde. Muss ich mal ausprobieren. Weil, probieren wir einfach mal, oder? Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Hast du was gefunden? Fünfe? Hier, fünf Bergkristalle. Super, hier meine Gegenleistung. Wow. Hier, ein Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Danke. 600 Gold verdient. Nice. Super. Okay. Gefällt mir. Dann würde ich sagen, wir hätten eigentlich die Erlaubnis zu reisen. Dann würde ich sagen, wir stechen ins See. Also Antigua wäre noch. Insel der Diebe hätten wir noch. Dann Nebelinsel. So war das, genau. Ich würde sagen, wir fangen an bei Kila wollte ich hin. Da gibt es nämlich nochmal richtig viel zum Abstauben. Würde ich sagen, probieren wir mal. Also, da werden jetzt Schätze zum Finden. Piraten, wie war das? Piratenflagge, glaube ich, oder sowas. Da haben wir schön zu tun jetzt. Und ich hoffe, wenn wir dann die ganzen... Dann mal... Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Den habe ich komplett vergessen. Komm mit. Wie du willst.
Den Mut habe ich komplett vergessen. Da werde ich ganz mutlos. Ja, zum Strand. Gut. So. Ah, schau. Schildkröte, servus. Patty? Ach, jetzt ist sie hier. Oh, schön. Und Mendoza, hallo. Hey, Mendoza. Sagtest du nicht, du willst erst an Bord kommen, wenn ich ein großes Schiff habe? Sagen wir, ich war neugierig. Bis du ein großes Schiff hast, kann es noch ewig dauern. Danke. Ich will auf keinen Fall verpassen, wenn sie dich erledigen. Dein Auge ist nicht so schön. Kannst du mir auch helfen oder machst du nur große Sprüche? Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Ja. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Götzenanbeter, allesamt. Keiner von ihnen hat auch nur ansatzweise eine Ahnung, wie es wirklich um die Geister im Schattenreich bestellt ist. Mit ihren Quacksalbereien bringen sie die Geister nur falsche Gedanken. Auf dass sie nur noch mehr umherirren. Verflucht seid ihr Unwissenden. Kannst du mir auch helfen? Kannst du mir auch helfen oder machst du nur große Sprüche? Ha! Warum sollte ich dir helfen? Weil ich deinen Seelenstein sonst ins Meer werfe? Na schön. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn ich dich begleiten soll, weißt du ja, wo du mich findest. Hey, wie cool! Kannst du das? Kennst du das hier? Ist das Seelenstaub? Kennst du das hier? Ist das Seelenstaub? Ja, aber er ist ohne Bedeutung für einen Menschen. Für uns Geister allerdings. Dann würdest du ihn mir abkaufen? Warum nicht? Für jeweils 5 biete ich dir Gold. Du weißt aber, dass man damit Seelen auch reinigen kann, oder? Mit Staub reinigt man Seelen? Mit Staub reinigt man Seelen? Ja, er macht sie menschlicher, aber zeigen werde ich es dir nicht. Oh. Da musst du dir schon einen anderen Idioten suchen. Danke. Ich habe meinen Geist verloren. Ich habe meinen Geist verloren. Wie tragisch. Was interessiert mich das? Du bist ein Geist. Hilf mir, meinen wiederzufinden. Das ist nicht so einfach. Du bist nur ein leerer Fleischsack und dein Geist ist weit entfernt auf der anderen Seite. Er irrt dort herum und findet keine Ruhe, so wie wir alle im Schattenreich. Du musst ihn zu mir bringen. Hilf mir, mit ihm zu sprechen. Ja. Hilf mir, mit ihm zu sprechen. Einen Dreck werde ich. Was mich angeht, gefällt mir dein Zustand so, wie er ist. Nur eine Frage der Zeit, bis jemand auch noch den Rest von dir erledigt. Und ich hoffe, ich werde es miterleben. Danke, du Arsch. Du wirst mir gehorchen, oder ich zerstöre deinen Seelensplitter. Boah. Du wirst mir gehorchen, oder ich zerstöre deinen Seelensplitter. Pah! Meine Vernichtung wird an deinem Zustand nichts ändern. Nein, aber schaden wird sie mir auch nicht. Wenn ich es mir recht überlege, wäre ich ohne dich sogar viel besser dran. Ich denke, ich zerschlage deinen Seelensplitter gleich hier und jetzt. Mistkerl! Na schön, wie du willst. Ich denke, ich hätte da etwas, was dir helfen könnte. Ja, bitte. Warum nicht gleich so? Gute Entscheidung. Wir werden noch die besten Freunde. Gute Entscheidung. Wir werden noch die besten Freunde. Mein Freund, der Fleischsack. Was hast du anzubieten? Dein Körper ist schon halb tot. Ja. Trotzdem bist du noch kein Scharge der Unterwelt. Nein. Das heißt, dass noch eine schwache Verbindung zwischen deinem Geist und dir besteht. Um sie zu verstärken, muss dein Körper zur Ruhe kommen. Dann besteht die Möglichkeit eines Kontakts. Träume, du redest von Träumen. Wie sieht dieser Kontakt aus? Zur Ruhe kommen? Träumen. Träume? Du redest von Träumen. Ja, verdammt, wovon denn sonst? Mein Gott. Leg dich einfach schlafen, du Idiot. Dann wirst du schon sehen, was ich meine. Du siehst mit den Augen deines Geistes und erlebst, was er erlebt. Die Verbindung hält nur leider nicht besonders lang und ist instabil. Ich kann dir helfen, diese Verbindung zu stärken und dir etwas mehr Kontrolle über deinen und über andere Geister zu verschaffen. Ja, das wäre nicht schlecht. Kann ich meinen Geist nicht irgendwie im Traum zu mir zurückholen? Okay, wie kontrolliere ich Geist im Schattenreich zurückholen? Fragen wir mal so. Kann ich meinen Geist nicht irgendwie im Traum zu mir zurückholen? Wenn wir Geister wüssten, wie man zurück ins Leben findet, glaubst du im Ernst, dann würden wir auch nur eine Sekunde länger Geister bleiben? Ich habe keine blasse Ahnung und bin es auch langsam leid, danach gefragt zu werden. Entschuldigung. Okay, wie kontrolliere ich den Geist im Schattenreich? Okay.
Wie kontrolliere ich Geister im Schattenreich? Du brauchst einen bestimmten persönlichen Gegenstand des Verstorbenen, dessen Geist du begegnen willst. Einige weltliche Dinge eines Verstorbenen üben auf seinen Geist im Schattenreich eine große Anziehungskraft aus. Mhm. In deinen Träumen kannst du so leicht einen Kontakt zu ihnen aufbauen. Aber Vorsicht! Nicht jeder Geist, den du auf diese Weise anlockst, ist dir freundlich gesonnen. Du musst schon genau wissen, was du tust. Okay. Sonst kann das übel enden. Das könnte uns vielleicht auch mit diesem, wie heißt der, Crow, helfen? Der Pirat? Ich will Kontakt zu einem bestimmten Geist aufnehmen. Warte mal, ich werde mal kurz speichern. Das will ich mir mal kurz anschauen. Ja. Ich will Kontakt zu einem bestimmten Geist aufnehmen. Ja. An wen hast du dabei gedacht? Captain Gregorius Emanuel Stahlbart. Papa, ja. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. Meinen Vater. Ja. Ist ja rührend. Na schön, wie du willst. Hast du denn etwas Persönliches von ihm? Er war meist auf See. Wir hatten wenig Kontakt. Für persönliche Dinge war da wenig Gelegenheit. Mir kommen gleich die Tränen. Na gut. Lass mal überlegen. Ein Gnom namens Jaffa auf Taranis rühmt sich damit, den Hut des alten Stahlbarts sein eigen nennen zu dürfen. Ja. Wäre es da nicht interessant herauszufinden, ob der kleine Quälgeist die Wahrheit sagt? Oh ja. Und wie er die Wahrheit sagt. Ich habe auch gerade an Jafar gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, ich finde das so toll. Die haben das echt so schön eingebaut. Wahnsinn. Puh. Ja, es hat seine Vorteile, wenn man alle Teile spielt, ne? Vor- und Nachteile. Geschichtliche Vorteile, sagen wir so. Nachteile bezogen auf den Tod von Stahlbart. Also sein Papa, ne? So war das gemeint mit dem Nachteil. Und zwar, bevor wir hier wieder abhauen, zur Donnerinsel zurückkehren, möchte ich jetzt versuchen, hier auf Kila die Sachen zu finden, nach Möglichkeit. Oststrand Kila sollte ich nach dem Stößel Ausschau halten. So, Karte. Mau. Ernsthaft? Hier? Ach du Heilige. Da kann ich hier durch, glaube ich, und dann hier. Gut, dann machen wir das mal. War nicht in der Höhle voller Spinnen? War das nicht auch hier? Apropos Spinnen, die sind wieder da? Okay. Die spawnen aber schnell. Ich hätte gar keinen Kapitelwechsel, oder? Ist ja wurscht. Mehr Erfahrungspunkte für uns. Servus. Kämpf endlich! Ist wirklich überall. Gerade erstes hin. Zeig sie! Und die zweite ist hin. Du elendes Scheißvieh. Säuredrüsel, Sichel, Spinnenbein. Ja, der Ludler kann. Der Ludl. Der Loot kann sich sehen lassen, wollte ich sagen. Der Ludl kann sich sehen lassen, jawohl. Das war schön versprochen wieder. So, da war doch hier irgendwo... Nicht doch nicht doof, ne? Da war doch eine Höhle. Oder? Habe ich mich vertan. Da war schon eine Höhle, oder? Nein? Weiter drüben? War die weiter drüben? Hier ist sie. Passt dir? Alles gut? Warte kurz, da war ja noch etwas. Warte kurz. Da war ja noch ein Schatz. Und zwar das Glasauge in der Höhle voller Spinnen auf Kila. Einen Moment, ich schau mal kurz. Ist das hier gemeint? Da oben. Da kann ich noch nicht hin, weil ich da erst durch muss. Okay. Okay, da oben. Passt, dann war das hier... Der antike Stößel. Okay. Dann probieren wir da unser Glück. Okay, dann laufen wir mal durch. Da ist schon wieder finster, ne? Habe ich eine... Okay, es geht. Ich hätte sonst schnell mal Licht gemacht. Ist das Erz? Na, hat jetzt nur gerade so komisch ausgeschaut. Okay. Dab, dab, da, dab, dab,
Ich versuche mir gerade vorzustellen, was einer der Magier wohl an so einem Ort tun würde. Vermutlich würde er die Höhle in Brand stecken. Schreiend herausrennen trifft es wohl eher. So, bin ich hier so richtig? Ich hoffe. Ja, ich bin, glaube ich, richtig. Aber komme ich hier hoch? Ah. Muss ich denn runterschießen? Kann ich mir nicht vorstellen. So, mal schauen, wo ich hier rauskomme. Hier wäre noch mal so einer. Na, komme ich nicht dran. Keine Chance. So, jetzt bin ich hier. Das war der falsche Ausgang, glaube ich. Da muss ich den anderen wählen. Da gab es ja mehrere. Da muss ich den anderen nehmen. Okay. Der hier, ist der richtig? Na, hier war nur die... War hier noch ein Ausgang? Nein, ne? Da war dann doch auf der anderen Seite drüben. Ja, Entschuldigung. Ich habe es halt vergessen. Aber der Part ist eh zu Ende. Ich laufe dann mal zum Ausgang hin, da drüben. Und dann werden wir im nächsten Part versuchen, dieses Dingens zu kriegen. Diesen Schatz. Genau. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns... Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Genau. Beim nächsten Mal. Also dann. Tschüssi.